Deutschland, Merkelland. Ich wollte eigentlich dazu gar kein Video machen und dann habe ich doch andere hier auf Denkfunk gesehen und dachte, ich muss dazu noch was sagen. Deutschland, Merkelland ist natürlich Quatsch, Leute. Es ist eine billige Ausrede, um das eigene Versagen jemandem anderen in die Schuhe zu schieben. So kann man sich's wirklich einfach machen. Ihre großes Erfolgsrezept lese ich, wäre Beliebtheit plus das Versprechen auf Besitzstandswahrung. Aber das Problem ist, wir sind doch das Volk von Besitzstandswahrern. Wir haben die Kanzlerin, die wir verdienen. Wir wollen den Besitzstand wahren, den Status quo. Und um das zu erreichen, würden wir alles tun. Dafür würden wir sogar Veronika Ferres zur Kanzlerin machen. Wer ist denn für die ganze Scheiße verantwortlich? Frau Merkel? Wer frisst denn 5 Millionen Tonnen Fleisch im Jahr in diesem Land? Frau Merkel, ja, Fleisch, das unter unwürdigsten Bedingungen hergestellt wird. Ja, wer kauft denn bei Aldi und Lidl und unterstützt damit ein System der Ausbeutung? Frau Merkel, ja, wer kauft denn bei Primark, H&M und Zara und C&A, wie sie alle heißen? Ja, das ist doch nicht Frau Merkel. Ja. Wir sind die Ausbeuter und wir sind die Arschlöcher und die Schweine und versuchen Frau Merkel das am Ende in die Schuhe zu schieben. Und wer sich darauf rausredet und sagt, ja, die Politik muss die Rahmenbedingungen herstellen, damit solche Schweinereien gar nicht möglich sind, ja, der hat die Selbstverantwortung längst abgegeben, ja, und er hat sich dem Zynismus derer angeschlossen, die sagen, da kann man eh nichts machen. Ja. Die keine Wahl haben, wählen die, die am Ende keine Macht haben. Herzlichen Glückwunsch. Und am Ende werden die Menschen dumm gehalten, damit sie einer Führung bedürfen. Ja. Politik ist die Kunst, sich nicht im Inhaltlichen zu verzetteln und auch mal Überzeugungen über Bord zu werfen. Und Frau Merkel hat da ja einen ganz strategischen Vorteil, denn sie hatte nie Überzeugungen, die sie über Bord werfen müsste. Und deshalb ist sie die richtige Kanzlerin. Ja, denn die Deutschen wollen, dass die Wirklichkeit so ist, wie sie sich wünschen. Ja, und Frau Merkel hat das kapiert. Ja, sie verkündet also eine Wahrheit, indem sie die Realität einfach ignoriert und sagt, alles ist gut. Und wir glauben das. Dankbar sein für Merkel, ja. Dankbar für Dobrindt und die Maut, dankbar für von der Leyen und ihre Frisur, ja. Dankbar für den faulen Griechen und für die bösen Russen, ja. Danke für all die Pappnasen und Wichtigtuer, ja, die uns ermöglichen, dass wir uns mit ihnen beschäftigen und somit der Realität entfliehen können. Dankbar, dass wir die Guten sind. Dankbar, dass wir auf der richtigen Seite hier stehen beim Denkfunk, ja. Dankbar, dass wir mit diesem adipösen Wohlstandsmüll, der sich am unteren Ende der Gesellschaft wie alte Fettreste im Siphon gesammelt hat, nichts zu tun haben. Danke, dass wir die Intellektuellen sind, die alles durchschaut haben. Und danke auch für das bisschen Selbstbetrug und die Selbstverleugnung, die uns jeden Tag durch den Tag kommen lässt. Und danke auch für Leonardo DiCaprio, der in einem Interview mal gesagt hat, ich fliege um die Welt, um vor den Katastrophen der Klimaveränderung zu warnen. Danke, dass wir hier beim Denkfunk sind, ja, wo wir anstatt etwas zu verändern, lieber Internetvideos anschauen, wo ein klerikaler Besserwisser uns ein schlechtes Gewissen macht, ja, und nichts Besseres zu tun hat, als Internetvideos zu produzieren. Danke, dass wir so tolle Dinge konsumieren dürfen wie umweltfreundliche Autos. Wissen Sie, was ein umweltfreundliches Auto ist? Fahrrad, umweltfreundliche Autos gibt es nämlich gar nicht. Danke, dass wir konsumieren dürfen und trotzdem ein gutes Gewissen dabei haben dürfen. Und wenn dann alles am Ende den Bach runtergeht, dann wird es uns nichts nutzen zu sagen, Merkel war damals die Chefin, die hat an allem Schuld. Nein, wer glaubt, dass Merkel das Problem ist, der sollte dringend mal wieder in den Spiegel schauen.